Hey ho YouTube! Und dazu kommt zum, ich habe wieder vergessen zu gucken, wie viel Comic. Der 12. oder 13. müsste es sein. Der 12. oder 13. Comic Stammtisch. Und wir fangen auch direkt mal an mit ein paar Infos zum Kanal an sich. Ja. Und zwar ist das Team jetzt ja um eine Person größer geworden. Und zwar der Lars macht jetzt auch mit beim Kanal. An der Stelle Gruß an den Lars. Hat er auch schon ein paar Videos rausgeballert, ne? Ja, erstmal nur seine Comic-Sammlung, aber genau. Ich meine, die ist schon gewaltig, glaube ich. Er hat schon mit seiner Comic-Sammlung meine übertroffen. Ich glaube es auch mittlerweile. Ja. Der Junge liest gerade mal seit 3-4 Monaten Comics, ne? Also ja. Der ist noch blutfrisch dabei. Hatte sich halt so, war ein bisschen am Schreiben per E-Mail und so weiter, hat sich das halt ergeben, dass ich gesagt habe, komm, lad mal was für den Kanal auf, wenn du Bock drauf hast, ne? Und da direkt mal so ein Ding, ne? Direkt mal so ein 250 €. Ja. Da hat mich davor sogar noch angerufen, hat mir die Liste geschickt mit den Comics, hatte 250 € selbst gekauft, habe ich geschrieben, alles klar, kauf. Gar nicht überlegen. Ne? Für Leute, die es verpasst haben sollten, hier sieht man den guten Lars nochmal, einen kleinen Gastauftritt mit einem YouTube-Video auf YouTube. Und das war es eigentlich auch zu dem Thema. Dann gibt es noch zu sagen zum Kinofilm. Du hast jetzt gerade Ant-Man gesehen. Genau, ne? Richtig. Dann sag mal ein paar Worte zum Ant-Man-Film. Ich finde, Ant-Man ist neben Iron Man 1 die beste Origin-Geschichte, die Marvel hier rausgehauen hat. Ja? Muss ich echt sagen, ja. Also Guardians mal außen vor gelassen, weil Guardians ist ja nicht wirklich Origin, sondern ja. Die Gruppe findet sich ja mehr oder weniger zusammen, aber die werden ja nicht zu Helden, sondern sie sind ja alle einzeln schon, sage ich jetzt mal, Helden. Ja. Und Thor fand ich schwach. Captain America 1 fand ich schwach. Thor fand ich zum Beispiel gut. Seitdem lese ich auch voll viel Thor-Comics. Ja, aber er war zwei Drittel des Films nicht Thor. Weißt du, ja, was ich meine? Sowas zum Beispiel. Oder beziehungsweise er war schon von Anfang an Thor. Es war ja nicht eine Geschichte von wegen, wie wird er zu Helden, sondern er wurde. Und dementsprechend hat das Ant-Man eigentlich schon nicht gerade leicht gehabt, weil es ja ziemlich viele Origin-Geschichten eigentlich gibt, so im Kino. Sagen wir mal Spider-Man, ja. Batman Begins, nochmal der Amazing Spider-Man. Und ich finde, Ant-Man macht vieles richtig. Ein bisschen was zu bemerken habe ich zwar schon, aber das sind Kleinigkeiten, sage ich jetzt mal. Ja, ich sag mal so, ich finde den Yellow Jacket zum Beispiel total austauschbar. Yellow Jacket kommt auch eine Rolle, weil in den Comics war ja Hank Pym als erstes Ant-Man, dann wurde er zu Yellow Jacket, dann wurde er nicht zu Giant-Man, vielleicht war es auch noch umgekehrt. Und was mich so ein bisschen stört, deswegen hatte ich mir für mal das erste Mal nicht im Kino angeguckt, dass Hank Pym nicht Ant-Man ist. Er kommt aber drin vor. Ja, das war er. Und er ist auch Ant-Man gewesen, zu Zeiten, wo S.H.I.E.L.D. noch gegen die Nazis gekämpft haben. Okay. Also man sieht auch kleine so alte Weltkriegsaufnahmen und so weiter, wie er zum Beispiel Maschinengewehr bedient als kleine Minifigur und so weiter. Also es klammert nicht aus, Hank Pym war Ant-Man, ne? Sondern einfach nur, es wird Nachfolger gesucht von ihm. Und Yellow Jacket ist halt der große Bösewicht, so viel kann ich schon mal verraten. Ja, aber das war ja Hank Pym mit dieser gespaltenen Persönlichkeit, wurde ja zu Yellow Jacket. Ja, da ist es wirklich jemand anderes, der nennt sich Cross oder sowas ähnliches. Ah, das ist ja schon wieder so die Sache. Und, ja, und der wird von Anfang an ist der direkt der Unsympath, ne? Also es wird nicht großartig ein Geheimnis drum gemacht, dass er ein Bösewicht ist. Das ist auch wie so ein Film, der kommt direkt zu böse Musik. Dö, dö, dö. Ja, beziehungsweise er versucht diese Formel, diese Pym-Partikel an dem Schaf aus. Und es geht jedes Mal schief und dieses Schaf platzt zum Beispiel. Ist das ein bisschen billig gemacht, wie damals bei den Power Rangers, wo es mal diesen Dicken und den Dünnen gab, die Trottel waren, oder? Wie meinst du, da hast du Sidekicks oder so? Ja. Nee, die Sidekicks sind sogar richtig cool. Ja? Ja, also der Scott, ich weiß, Scott Lang, glaube ich, heißt der, der neue Ant-Man, der hat so ein paar Komparsen, sag ich mal, weil er war ja Berufsverbrecher, beziehungsweise Einbrecher auf höherem Niveau, und der hat so ein paar Lateinamerikaner dabei, und die haben eine ganz witzige Stelle, die will ich jetzt auch nicht so verraten, die kommt aber zweimal drin vor, weil sie einfach gemerkt haben, dass das so witzig war. Und ja, zurück zum Yellow Jacket auf jeden Fall. Du merkst direkt, er ist böse. Der ist auf einmal einfach, er ist auf einmal der Bösewicht. Also beziehungsweise er war vorher einfach nur so der Unsympath in dem gesamten Film. Und dann schreift er sich irgendwie den Anzug an. Man sieht es auch nicht wirklich, wie das jetzt funktioniert hat. Und dann geht es halt quasi auch schon zum Showdown los. Ja, gut. Aber nichtsdestotrotz, aber das sind meine Probleme so mit dem Marvel-Film momentan. Dass ein Bösewicht immer nur für den jeweiligen Film aufgebaut wird und du weißt direkt, das ist ein Wegwerfprodukt. Ja, mein Problem, ich habe so ein allgemeines Problem mit dem Marvel-Film. Also wenn man das jetzt mal mit den neuen DC-Filmen, also ich betone nicht auf den neuen, auf das neue Universum, was DC gerade aufbaut, wenn man es damit vergleicht, stinken die meiner Meinung nach ab. Die Marvel-Filme sind da in das gleiche Prinzip. Das wird der ernsteste Charakter. Es ist egal, ob es ein sehr ernster oder ein lustiger Charakter ist. Das machen die bei beiden Charakteren gleich. Wenn der Charakter wird genommen, dann wird die Origin gezählt. Die Origin ist voll mit Lachern gespickt. Das ist schon teilweise, die Filme könnten schon teilweise als Komödie durchgehen, haben an sich recht wenig Substanz und haben eine Handlung, die nie wirklich komplex ist. Das ist eigentlich immer so fast die gleiche Handlung, bloß dass ein anderer Typ im Kostüm steht. Ja, da gebe ich dir recht, aber da möchte ich eigentlich Captain America 2.
Ja, gut. Okay. Captain America 2 ist eine große Ausnahme. Ja. Der Film ist auch echt richtig, richtig gut. Und ja. ich glaube, die haben es mittlerweile selbst gemerkt. Ich meine, gut, die Formel funktioniert. Aber da muss man wieder Guardian sein. Der Film ist richtig gut. Gar keine Frage. Ja. Aber guck mal, wie austauschbar die Handlung von Guardians ist. Ja, natürlich. Und am Ende kommt wieder der große Showdown. Ja. Und der muss natürlich noch krasser sein als der vorherige. Aber ihr seht jetzt zum Beispiel, was sie zum Start von Phase 3 planen. Und zwar Civil War. Ja, gut. Dann ist aber wieder die Frage, wie, okay, man hat schon gehört, Spider-Man wird drin auftauchen. Weil Spider-Man spielt immer eine sehr große Rolle beim Civil War Event bei den Comics. Allerdings, der wird auf gar keinen Fall, das wird eine Identität preisgeben bei seinem ersten Auftritt in Er spielt schon eine Schlüsselrolle. Hast du den Leak-Trailer zu Civil War gesehen? Nee, hab ich noch nicht gesehen. Der sieht richtig düster aus. Ja? Also man sieht zum Beispiel unter anderem eine Szene, wie War Machine gegen Iron Man kämpft in so einem Parkhaus. Also einfach nur wie War Machine die Faust von Iron Man quasi stoppt. Ne? Mehr sieht man da nicht. Aber man sieht wirklich, und das fand ich dann wiederum interessant, weil jetzt, wo ich gerade bemängelt habe, dass es immer diese Wegwerfbösewichte gibt, die immer nur für diesen einen Film funktionieren, kämpfen Helden gegen Helden. Ja gut, das das ist ja nichts Neues. Das ist ja... Ja, aber wo kam das schon mal vor? Ja gut, im Film jetzt nicht. Und mit doch, Batman gegen Superman. Ja, aber der kommt ja auch erst noch. Das ist in einem Animationsfilm von Frank Miller, wo der hier der dunklen Ritter. Okay, Also das ist auch... Ich meine, der Film wird definitiv gut, davon gehe ich fest aus, gerade wenn er die Qualität vom zweiten hat. Der hat die Regisseure vom zweiten Captain America Film. Ja. Ich denke auch wirklich, dass er richtig düster werden könnte, beziehungsweise dass er ernster wird. Wovon ich glaube, dass allerdings wieder scheiße wird, wo ich eben noch gesagt habe, dass die DC-Filme so gut sind. Suicide Squad, ich glaube, das wird ein Reinfall. Meinst du? Ja, erstmal dieser auf cool getrimmte Joker, der überall tätowiert ist, diese Eisenszene drin hat. Ja. Warum sollte Joker sich hahaha tätowieren? Ne? Jetzt gibt es schon erste Spekulationen, dass es vielleicht gar nicht Joker ist, dass es vielleicht Nightwing ist, der irre geworden ist und dass sich das deswegen tätowiert hat. Der Jason Todd. Ja, doch, Jason Todd wurde tätowiert. Jason Todd wird das. Das sieht man auch, weil er hier unter dem Auge so ein J irgendwie sowas hat oder so. Oder ja, sowas wie eine Träne. Oder er hat am Oberarm zum Beispiel hier so einen Rabe tätowiert, was wiederum auf Robin schließen könnte. Aber es sind ja Spekulationen. Also das wäre nicht wieder fett. Wenn der Joker aus dem Film Jason Todd sein sollte, der durchgedreht ist, weil er wiederkommt, ist klar, müssen sie dann noch irgendwie in dem Film zwischen den Zeilen reinballern, dass er umgebracht wurde damals von Joker, von Ross, wo wiederbelebt wurde. Das siehst du wiederum bei Batman vs. Superman im Trailer. Da siehst du ja diese Rüstung von Robin und dann steht doch da drauf, hahaha, Jokes on you, Batman. Stimmt. Irgendwie sowas in der Richtung. Ja, das ist wieder fett. Also wenn die das schaffen und das ist Jason Todd und nicht der Joker, dann habe ich nie was gesagt, dass mir das Design nicht gefällt. Mir gefällt das Design nur dann nicht, wenn es tatsächlich der normale Joker sein soll, weil warum sollte er sich so tätowieren? Ja, die haben versucht wieder eine andere Richtung zu gehen. Ja, das ist wieder so ein bisschen diese Emo-Richtung auch. Ja, ne? Aber wie willst du Heath Ledgers Rolle? Ja, ich hätte den Joker auch erstmal pausieren lassen. Ich hätte die Harley Quinn gebracht. Ja. Den Joker kennt nun mal jeder. Das ist nämlich auch so eine Sache, die diese Filmproduzenten immer vergessen. Nehmen wir mal einen Spider-Man als Beispiel. Wenn das die dritte Spider-Man-Film kommt, das wird wieder eine Entstehungsgeschichte sein. Nee. Glaubst du nicht? Also ich glaube, Marvel ist wirklich diesmal so clever und sagt, komm, wir nehmen zwar Peter Parker noch meine Highschool-Zeit oder College-Zeit damals, aber wir erzählen nicht nochmal dasselbe, weil da geht ja wieder viel zu viel Film. Ja, weil das finde ich auch echt mies hin, muss ich sagen. Ich habe ja schon zwei Spider-Man-Origins gesehen im Kino. Ja, und die waren ja keine Wahnsinn. Sie waren beide nicht der Burner, ne? Also ich fand den ersten... Gut, der erste hat jetzt mittlerweile im Zahn der Zeit genagt, weil auch der Green Goblin fand ich ziemlich cheesy. Ja, mit dieser Plastikmaske. Auch wenn ich den Schauspieler... Ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt. Tobey Maguire. Ja, auch von Green Kobold. Willem Dafoe. Genau. Ihn mag ich, aber eine Rolle mag ich nicht. Ich fand ihn in der Rolle cool. Ja? Ich fand diesen Zwiespalt halt einfach geil. Ja, der wurde auch, damals, wo der Film lief, da gab es immer hier auf ProSieben und so weiter, dann diese Vorschau mit den Interviews und so, da waren sie alle so stolz auf die Szene, wo er das Gespräch mit sich selber, mit seinem Spiegel hatte. Ja, das fand ich zum Beispiel super. Nee, aber du musst ja auch bedenken, Spider-Man hat auch einiges losgetreten. X-Men war vor Spider-Man, aber hat nicht so viel eingespielt wie Spider-Man und damit hat er erst losgetreten. Also Spider-Man hat, glaube ich, 805 Millionen eingespielt. Ich habe X-Men so um die 300 Millionen damals. Auf jeden Fall beides für immer richtige Knaller gewesen. Eben. Damals. Und da kam ja schon der erste Hulk hinterher, ne? Ja, wobei der Sting so war. Ja, aber der hat quasi alles losgetreten. Ja. Daraufhin ist ja Sony dann hingegangen, hat Daredevil verfilmt und so weiter. Ja. Also der hat ja wirklich einiges losgetreten und quasi die Superhelden wieder ins Kino gebracht. Obwohl so dann noch ein anderer Film, den wir uns beide noch nicht angeguckt haben, es war Fantastic Four, der neue, ne? Ja. Ich hatte ja echt die Hoffnung gehabt, dass es wieder das, was Gutes wird, weil ich selber kann zwar mit dem Fantastic Four echt nichts anfangen. Ich habe immer wieder Comics von denen gekauft, wo ich mal reingeguckt habe, ich dachte, irgendwas muss an dieser Truppe sein, was so viele Leute begeistert. Aber die Comics haben bei mir grundsätzlich abgekracht, das ist echt nicht mein Geschmack.
Ich hatte aber trotzdem die Hoffnung mit dem Film, weil es muss ja mehrere gute Storylines geben. Und dann dachte ich, dann muss es ja auch was Gutes für den Film geben. Ja, klar. Aber natürlich. Das soll das wieder total scheiße sein. Deswegen ich da auch auf die Blu-ray veröffentlichen, definitiv warten werde. Ich muss ehrlich sagen, ich finde den Regisseur super. Das ist der Josh Trank, der hat unter anderem Chronicle gemacht. Wozu bist du fähig? Ja, den habe ich sogar. Ja, den das ist sogar. Der und ist mit auch die Superkräfte bekommen. Genau, ne? Richtig, mit den Jugendlichen, so ein leicht von Footage. Da fliegt auch irgendwo an in der Stapel rum. Das Problem an der Sache ist eigentlich nur, er hat Chronicle genommen und daraus Fantastic Four gemacht. Ja, ich habe aber auch gehört, dass zum Beispiel die Charaktere absolut austauschbar und langweilig ja, sein sollen. Ja, pass auf, nee, worauf ich hinaus möchte ist, er hat wieder Jugendliche genommen, wobei die Fantastic Four ja wirklich keine Jugendlichen waren, die waren ja schon mit Die haben auch Alters. Die von Ultimate Fantastic Four, die Origin genommen, ne? Die sind gar nicht ins Weltall geflogen, das war alles im Labor wohl. Worauf ich aber hinaus wollte, Josh Trank, ich meine gut, er hat kurz vor dem Kinostart getwittert, ich hatte vor einem Jahr eine super Version oder einen super Schnitt von Fantastic Four. Und Fox ist dann dagegen gesteuert, weil sie fanden, das ist nicht publikumsreif und hat dann selber ohne die Einwilligung des Regisseurs selber dran rumgeschnippelt. Okay, das war mal neu. Ja. Jetzt wollen wir aber nicht auf ein totes Tier herumreiten. Also auf jeden Fall, ich habe nach der Sichtung des ersten Trailers gemerkt, das ist nicht Fantastic Four. Es ist düster, ohne aber irgendwie zu sagen, dass es komplex wäre. Ja, okay. Weißt du, wie ich meine? Ja, die versuchen nur düster zu sein, um düster halt zu sein. Dann hast du da Kinder drin, ich sag jetzt bewusst Kinder, 15-Jährige, die dieses Labor aufgebaut haben. Das eigentlich sind 15-Jährige, die Schauspieler oder wie? Nein, ja, aber die sehen so aus, so 15, 16, 17 würde ich sie jetzt schätzen. Ja. Wie alt die Schauspieler jetzt wirklich ich sind, ist irrelevant. Ich hab mir ehrlich gesagt die Trailer noch gar nicht angeguckt gehabt. Ne? Ich habe mal einen so halb gesehen gehabt, ne? Ja, ich kann mal ganz kurz zusammenfassen. Man sieht in dem finalen Trailer, sieht man quasi einen 6-jährigen Jungen, der es geschafft hat, ein Spielzeugauto in eine andere Dimension zu teleportieren. Das gibt er auch vor der Klasse vor und wird deswegen von allen gemobbt. Der hat aber seinen besten Freund namens Ben Grimm und mit dem tut er diese Technik halt ausbauen und die werden dann eingestellt von Baxter Federations Buildings, irgendwie sowas. Also eine Militärfirma, die quasi so welche Experimente finanzieren. So, dabei lernt er wiederum die Wissenschaftlerin Susan Richards kennen, glaube ich, oder so ähnlich. Und ihren Adoptivbruder, den Storm. Ja. Die Fackel. Ja, Johnny Storm. Johnny Storm, der wiederum schwarz ist, aber trotzdem ihr Adoptivbruder, weil der Vater ist irgendwie, hat ihn adoptiert, keine Ahnung. Auf jeden Fall begeben sie sich dabei mit einem fünften, natürlich. Ne, ja, Victor siehst du, von schon Doom. Langweilt mich die ganze Story. Ja. Mir hängt es aus dem Hals raus mit den ganzen Origins immer. Ja, ja, aber das mussten sie halt machen. Sie wollten ja Neustart machen. Sie wollten sich ja von den alten Filmen entfernen. Ja, die wollten auch ihr eigenes Cinematic-Universum aufbauen. Haben sie auch wieder verworfen. Ja? Ja, haben sie schon direkt verworfen. Die haben direkt gesagt, ja, ich glaube, der hat am Anfang, beim ersten Startwochenende 30 Millionen oder sowas eingespielt. Okay. Also ganz katastrophal, Box-Office-Flop, bis und geht nicht mehr. Und daraufhin haben die auch gesagt, die werden keine Sequels mehr machen, wobei sie mittlerweile auch schon wieder leicht zurückrudern und sagen werden, komm, jetzt haben wir sie drinne, wir machen ein Sequel, also eins noch, aber wahrscheinlich mit weniger Budget, beziehungsweise irgendwie werden sie irgendwo das was einsparen. Das war auch mit dem CGI, das CGI muss ja grauenhaft sein bei dem Film, 90er Jahre Standard. So. Ja, würde ich jetzt nicht sagen, ich weiß jetzt nicht, ich hab den finalen Film jetzt nicht gesehen, ich meine, das Ding sei komplett CGI, aber ich habe zum Beispiel eine Szene gesehen, da nimmt er so einen Panzer auseinander, wirft das weg und das explodiert, so ganz billig, so er wirft das, sag ich mal, gegen den Felsen und das explodiert, also irgendwie so ganz komisch. Gut, das war's auch zu Filmen und sondern das war's auch mit News. Dann Mach du erst mal. Mit einer Comic-Review. Und zwar habe ich jetzt gerade eben noch vom Stammtisch, weil ich fast nichts gelesen habe, da habe ich auch schnell einen Comic gelesen. Und zwar Batman 37. Es ist immer noch hier von dem Brian Bustillato und Francis Manapool, die vorher an Flash gearbeitet haben. Und ich liebe Francis Manapool. Der hatte damals auch The Darkness gemacht. Und der hat einfach so eine ganz eigene Feder, sage ich mal, wie er die Sachen auf Papier bringt. Die Bilder haben eine unglaubliche Dynamik. Man spürt quasi, wie sich die Figuren auf den einzelnen Panels bewegen und die Gesichtsmimik verändern. Also es ist echt wunderschön Szene gesetzt. Und der bricht auch sehr oft die Grenzen des Panels, wo halt eine Figur aus dem Panel ausbricht und das andere einbricht, sage ich mal. Suchen wir euch jetzt mal so ein Beispielbild finden oder auch wie die Panel-Anordnung ist. Ich komme da gar nicht aus dem Schwärm raus bei dem Mann. Der ist auf jeden Fall ein gnadenlos guter Zeichner. Wie ist denn die Geschichte jetzt abseits seiner Zeichnung? Ja, das ist nur so eine Sache, da möchte ich spoilerfrei bleiben, weil das ist von Icarus. Da geht es um diese Droge, wo man kurz irgendwelche Kräfte bekommt, radioaktiv. Okay. Und dann stirbt man kurz da drauf. Okay. Und das im ersten, diesen zwei US-Hefte, im ersten US-Heft ist halt das Finale, das Story. Da bleibe ich jetzt einfach mal komplett spoilerfrei. Ich habe die letzten Hefte schon gereviewt. Kannst du nur sagen, ob sie so gut oder schlecht finden? Ich fand die Story, die war zwar, die war schön. Es war eine schöne Geschichte. Okay. Ja, das war jetzt nicht besonders komplex.
Hat jetzt auch keine krassen Story-Wendungen gehabt. Es war aber eine schöne Geschichte, die auch für mich vor allem durch die Zeichnungen gelebt hat. Das ist ja der Anfang von, die haben jetzt gerade die Serie übernommen, Detective Comics. Das war die erste Storyline, die sie auch erzählt haben. Ach so. Damit ist klar, dass man da noch nicht die durchbrechende Storyline hat, aber ich würde der Story trotzdem so eine 4 von 5 geben. Hat okay. auf jeden Fall Spaß gemacht. Und in Zeichnungen hörte man ja schon bereits heraus. 5 von 5. Ja, also, 5 von 5 definitiv. Ja. Dann war noch dran, weil im nächsten Heft, das habe ich auch schon hinter mir im Regal stehen, hier oben. Nachtflug in den Tod. Genau, das ist dann auch wieder ein Zweiteiler, der aber in einem Heft veröffentlicht wurde. Und so als mittendrin haben die noch so eine kleine Backup-Story aus der normalen Batman-Serie gebracht. Wo die Zeichnungen mir auf der ersten Seite gar nicht so gut gefallen hatten, bloß soweit ich gezeigt hatte, desto besser haben die geblättert habe, haben mir die Zeichnungen gefallen, weil das halt ein schöner Independent-Stil ist. Man sieht schon, das könnte so ein Image-Comic sein, irgendwie sowas in die Richtung. Und dann geht es um einen Typen, der einfach Leute abmetzelt, die obdachlos sind und irgendwelche Probleme haben. Irgendwie steckt das dann doch alles zusammen, fühlt sich daraus die Opfer, die haben alle eine Sache gemeinsam, weil ich das nicht wegspoilern möchte. Nee, klar. Und der begräbt die alle auf so einem Friedhof, wo schwarz angeheuert ist, wo Obdachlose und so weiter begraben werden. Mhm. Deswegen findet die Leichen auch keiner. Sehr schöne, also sehr krasse Geschichte, sage ich mal. Kurz erzählt, ist ein One-Shot. Sehr schön Szene gesetzt, gerade durch diese Independent-Zeichnung. Scott Snyder hat das ganze Ding auch geschrieben. Merkt man die Geschichte an, es wird auch kurz darauf eingegangen, was aktuell im Batman-Universum abgeht, halt, dass Catwoman wieder kriminell wird, die wird ja ihr Vater, will ja, dass Catwoman jetzt der neue Gangster-Boss in Gotham City wird. Ja. Und deswegen entfernt sie sich halt immer weiter von Batman und zieht das halt schon krasse Sachen durch. Ja, die waren ja sowieso noch nie so wirklich. Nee, die hat man das halt dann, die war bei der Justice League of America angehört. So, noch Sachen. Nie so wirklich, ja, ja. So, weißt du? Und Geschichte, wie gesagt, brutal, gut erzählt. Und abgeschlossen und kriegt von mir auch so eine 4 von 5. Also haben wir ein Heft, aber mit zwei abgeschlossenen Geschichten. Nee, die eine nicht. Geschichte ist abschließend, das war auch ein Vierteiler, glaube ich. Ach so, das ist jetzt der letzte Teil. Genau, davon. Deswegen bleibe ich doch spoilerfrei. Nee, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ich dachte einfach, man könnte sich dieses Heft alleine aus der Reihe kaufen. Oder das geht allerdings, Schluss auf Doppel. Ja, ich weiß, mit Nachtflug in den Tod. Das habe ich gelesen, da steht es auch extra nochmal. Komplette Story. Komplette Story, auch ein sehr geiles Cover, werde ich dann auch die Tage reviewen. Damit geht das, aber das hier nicht. Allerdings, man kann mit der 35 sehr gut einsteigen. Und das ist nämlich der Anfang von Mana Pool Run am Batman. Und die Nummerierung, da darf man eigentlich manchmal eh nicht drauf achten. Nee, ich dachte nur, das wäre so schön, weißt du, so, ach komm, das sehe ich gerade am Kiosk. Nee, das geht dann aber dem nicht. Ja, aber okay. Das ist eh schon 2 Monate alt. Ich habe auch schon die 39. Das nächste Mal muss ich erstmal die 38 lesen. Die 38 müssen wir noch bekommen und die kann man sich losgelöst kaufen. Ja, okay. Gut, dann. Ja, ich möchte noch ein paar Worte zu Batman eigentlich verlieren, weil ich habe jetzt Arkham Knight eigentlich durchgespielt. Ja. Und ich habe noch nicht weitergespielt, ich bin nur noch bei 12%. Ja, ich möchte auch nicht großartig spoilern und so weiter, aber was mir aufgefallen ist bei Batman, ich finde Batman immer nur dann gut, wenn es nicht ins Übernatürliche übergeht. Das fand ich auch lange Zeit lang. Allerdings, so zwischendurch meine Geschichte, wo es ins Übernatürliche geht klar. Wenn es nicht Batman selber betrifft, wenn es seine Feinde betrifft, dann geht's klar, finde ich. Aber ich finde Batman, das merke ich immer wieder, Batman ist ja mein absoluter Favorite. Ja, mittlerweile finde ich Batman auch, ich finde ihn immer besser. Sagen wir es mal so. Du musst doch die richtigen Sachen lesen. Ja, ich weiß, ich hab auch schon Frank Millers Dinger und so weiter. Ja, aber ich musste mal ein paar neuseitige Sachen uns empfehlen, die dann holen musste. Machen wir doch mal ein extra Video von, wie Sinus ein Batman-Fan wird. Ja. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe bei mir auf dem Lesestapel, ihr kennt ja, mein Lesestapel ist immer recht hoch. Ja. Und da sammelt sich natürlich noch Batman-Sachen jede Menge an. Und dann lese ich mal ein bisschen was von anderen Helden, weil ich Abwechslung haben will. Wenn ich mir dann wieder so ein Batman-Ding lese, dann denke ich so, Batman hast du ja keinen Bock drauf, lese 2 Seiten. Und nach 2 Seiten ist mir eigentlich immer direkt wieder bewusst, warum er mein Lieblingsheld ist. Und man kann mit Batman einfach so düstere, geile Geschichten erzählen oder Elseworld-Geschichten gehen auch richtig gut mit Batman. Ja. Und sowas. Batman ist einfach ein sehr facettenreicher Charakter, der auch ein richtig geiles Universum hat, in dem er sich aufhält. Mhm. Wenn man guckt, was da allein an Nebencharakteren, dann nehmen wir mal so einen Jason Todd, über den wir gerade eben erst geredet haben. Ne? Ja. Der von einem kleinen Verbrecherjungs mit dem Verbrecher Eltern zum Robin wird, dann umgebracht wird, wiederbelebt wird, zum Red Hood wird, der erstmal nur seine Feinde abschlachtet. Ich habe ein Heft, lässt er sich absichtlich in den Knast einsperren, um alle da umzubringen. Ja, da siehst du ihn noch stehen, er hatte noch so lange Haare gehabt, das war zu Frank Miller Zeiten und nur einfach nur diese Blutlachen. Mittlerweile haben sie ihn ja ein bisschen verharmlost fürs New 52, er schlachtet die Leute jetzt nicht mehr sinnlos ab und so, das finde ich ein bisschen schade, ich finde das neue Kostüm nicht so cool. Mittlerweile kämpft er wieder mit Batman zusammen, zu der Zeit, wo die Gegner abgeschlachtet hat, hat er mit Batman nicht zusammengekämpft. Und allein so eine Figur hat so einen krassen Background, das spricht schon für Batman, ne? Ja, worauf ich hinaus wollte, ich finde ja Thriller eigentlich ganz cool. Also das Genre für Filme, Thriller, so 7, The Game und so weiter.
Und ich mag mittlerweile Serien, also was heißt mag, das ist ja völlig falsch ausgedrückt, aber ich weiß, wo die Faszination für Serienkiller liegt, sagen wir mal Hannibal Lecter oder ja. sowas, weißt du. Und das finde ich bei Batman eigentlich so cool, immer diese Serienkiller. Es gibt zum Beispiel den Kalenderman, du hast, ja, ja. Du hast sowas wie... Wie heißt er, dieser Cesars oder wie der heißt, der sich über die... Ja, die Cess oder so ja, heißt ja, der. Ja, kann den Namen nicht aussprechen. Und so weiter. Und da finde ich es eigentlich cool, wie er die zu Schrecke bringt. Ja. Beziehungsweise, was ich auch an Batman so cool finde, habe ich mir letztens überlegt. Bei allen Superhelden wirkt das Retten eines Zivilisten, sei es von Spider-Man, Superman, Thor, Iron Man, das wirkt ein bisschen romantisierend. Weißt du, wie ich meine? Ja. Immer, ich sag jetzt mal, ein Schulbus voller Kinder. Er rettet alle und überall sitzt die Frisur so noch perfekt und keinem ist irgendwas ein Haar gekrümmt oder die Kleidung ist immer noch perfekt und alles blitzt immer noch und keiner hat seinen Schulranzen verloren und sowas. Bei Batman wirkt das Retten des der jeweiligen Person immer so leicht schmerzhaft, weißt du, er bricht sich mal den Arm oder sowas oder er zieht jemanden so von irgendwas weg oder so, aber er kann trotzdem den Arm gebrochen haben, aber er hat ihn letztendlich trotzdem das Leben gerettet und das fand ich so bei Arkham Knight, wie ich das gerade gespielt habe, fand ich immer so genial. Zum Beispiel rettet er ja, da gibt es so eine Nebenmission, da rettet man Feuerwehrleute. Ja, da habe ich die erste Mission gemacht. Genau, und die werden schon verprügelt, während du dich dann von hinten ranschleißt und so weiter. Weißt du, es ist nicht so, dass er so den ersten Schlag noch abwenden kann oder so. Das ist auch das Geile am Batman, dass das deswegen, wie gesagt, den ist schon Robin gestorben. Also sowas, ja, weißt du, das sind halt dramatische Sachen, weil er nun mal keine Superheldenkräfte hat. Genauso wie halt klar. seine Kumpanen, die auch alle keine Superkräfte haben. Ne? Ja, das ist natürlich richtig geil. Was mir ein bisschen schwerfällt, ist, dass sie immer wieder auf die Origin raufkloppen. Ja, ich hasse die. Also ich kann es nicht mehr. Liebe, desto genauso hasse ich die Origin. Ja, ich kann es nicht mehr hören. Aber so geht es auch mit der Spider-Man Origin. Also die beiden, die tun sich nichts. Echt nicht? Ja, nee. aber ich finde bei Batman, da reiten die immer noch drauf rum. Immer dann noch als Alternative. Als Spider-Man. Also ich, ja, die Spider-Man-Hefte, in denen nicht die Worte aus großer Kraft und großer Verantwortung kommt, die kannst du in einer Hand abzählen. Ja, gut, okay. Also das kommt echt in jedem Comic. Ja, nee. Vor, ne? Ja, gut, aber Batman, hast du, werde zur Angst und lerne den Gegner deiner Angst kennen, so ungefähr. Weißt ja, du? Aber da das ist auch so dieses Wort. Nee, was ich meine ist, zum Beispiel gab es ja Batman Year One, oder? Ja. So? Year One. Das ist nicht Origin. Achso. Wie hieß denn das von Frank Miller oder so? Oder Greg Capullo gezeichnet? Irgendwie so eine alternative. Nee, das ist einmal das erste Jahr von Frank Miller. Erste Jahr ist doch hier Year One. Ja, das ist also das Frank erste Miller, Jahr ja, von Frank okay. Miller beschrieben. Das ist aber einfach nur das erste Jahr im Batman-Kostüm. Okay. Richtig cool, okay. Das ist eine Mafia-Geschichte, musst du dir auch unbedingt zulegen. Okay. Und dann meinst du wahrscheinlich das Jahr Null. Zero ja, Year. Dann das ja, ist aber Zero. Auch nicht die Origin von ihm. Das sind noch die ersten Schritte, bevor das richtige Batman-Kostüm so. Angeht. Das ist noch die, okay. die Phase, wo er erstmal merkt, dass er Verbrecher bekämpft, dass er auch erstmal nur so umwickelt mit irgendwelchen Sachen. Ja. Und dann hat er langsam das Batman-Kostüm und so weiter. Also die Origin ist es tatsächlich nicht. Okay. Auch wenn es der Name suggeriert. Ja, aber du weißt, was ich meine. Es wird immer wieder darauf eingegangen, wenn es halt mal großartig passt. Beziehungsweise ich habe auch mal die erste Folge Gotham gesehen. Ja. Und da haben sie ja wieder versucht, neue Facetten reinzubringen, dass Catwoman wirklich ein Zeugin war, während die Eltern ermordet also, wurden. Also Gotham, ich habe davon noch nicht mal die erste Folge geguckt. Ich werde es noch definitiv kaufen, wenn es auf Blu-ray rauskommt. Ich habe nur ein anderes Problem mit Gotham. Und zwar, Jim Gordon ist eine verbitterte Person gewesen, ne, die von Batman so ein bisschen wieder aufgebaut wurde, das was Gutes könnte. Ja. Jetzt in der Serie ist aber Batman, der kleine Emo-Junge, sag ich mal, weil er so am Boden zerstört ist, ja. wo Gordon ihn aufbaut. Ich fand, das hat Nolan eigentlich ziemlich gut gelöst bei Batman Begins. Ja. Zum Beispiel. Das war so eine kleine Szene, die hat nicht wirklich... Die war nicht wirklich lange, aber die fand ich trotzdem irgendwie, hat die so eine Reichweite gehabt. Ja, der wird jetzt so eine Vaterfigur für Bruce Wayne, der Jim Gordon in der Serie. Ja, aber das passt ja auch wieder nicht. Ja, das meine ich, das passt ja, gar nicht. Ja, aber dafür hast du ja den Butler und, gehabt. Und dann dazu sind noch so Sachen, dass die Leute auch schon so ähnlich genannt werden, wie sie später in ihren Superheldenkostümen heißen werden. Wie zum Beispiel Catwoman wird sie Cat genannt und all sowas. Ja. Da ist auch bloß jeder Idiot rafft, ey, das soll Catwoman sein. Und dann 5 Minuten später, ey, Cat, ach krass, das soll Catwoman sein. Ja. Dass das jeder Idiot kopiert, dass sie jetzt schon voll das Name-Dropping machen, ohne den Figuren wirklich Platz bieten, sich erstmal falten zu können, dass man selber auf die Idee kommt, ach krass, das könnte vielleicht... Catwoman. Ich meine, Selina Kyle, jeder kennt den Namen, der Comics liest, das weiß, dass es eben. Catwoman ist. Ja, aber sie hat ja auch schon das Kostüm, sie hat ja schon hier diese Brille mit den Hasenohren und sowas und sie hat ja schon dieses Hautenge an, sag ich mal, dieses Funktionale, also
Ich weiß es nicht, ich komme damit irgendwie nicht klar. Apropos Serien, und ganz kurz bevor ich wieder vergesse. Ja, von denn? Flash, die erste Staffel kann man sich jetzt auf Amazon vorbestellen. Genau. Hat der Sinus mir gerade eben noch gezeigt, noch so ein Platzhalterdatum, 31. Dezember 2015. Mhm. Ich habe es aber trotzdem jetzt schon vorbestellt, weil bei Amazon exklusiv kriegt man noch einen Comic dazu. Ich denke, was wird der erste Paperback sein? Ich habe keine Ahnung, weil ich habe das Cover gesehen, weil es gibt jetzt auch die Staffel 0,5, also Comic-Format. Ja, das habe ich gesehen, aber ob es der komplette erste Band ist oder wie bei meiner Limited Edition. Das so war okay, also, das dabei und eine Figur vom Reverse Flash. Genau. Für wie viel Cent mehr? 10 Cent mehr. Für 10 Cent mehr, also guckt, dass ihr euch das vorbestellt, da kann man nichts falsch machen. Ne? Nee, ich glaube, ein Fovi hat es jetzt gekostet. Ein Fovi hat es gekostet, wobei der Preis auch wieder Platz hat, der Datum ist, denke ich. Ja, ja, kann sein, dass es noch günstiger, kann auch sein, dass es noch teurer wird. Aber deswegen auf jeden Fall mal jetzt vorbestellen. Ja, auf jeden Fall mal vorbestellen. So, dann machen wir direkt mal mit dem nächsten Comic weiter. Ja klar, mach ruhig, du erstmal. Ich habe noch gelesen, das war erst gestern Abend gewesen, weil ich mir dachte... Komisch, wo du gerade noch erwähnt hast, dass die Origin, beziehungsweise dieser Satz aus großer Kraft voll große Verantwortung... Stimmt, das war natürlich eine Überleitung. Natürlich. Und zwar Spider-Man Spider-Verse Teil 1 von 4. Spider-Man hat 25. Also Spider-Verse ist gerade das große Event. Ja, das war schon direkt für den neuen Charakter gar nicht geeignet, manchmal ist annähernd. Okay. Dafür muss ich jetzt echt krass ausholen. Es hat ja das Spider-Verse, das Vorgeplänkel, läuft schon seit einem halben Jahr oder so. Es gab auch schon Sonderband dazu und so weiter. Weil es geht um diese Vampirfamilie, die sich von den Spider-Mans ernähren aus den verschiedenen Dimensionen. Ja. Und dessen Essenz irgendwie essen und sich aufnehmen, wie auch immer. Mhm. Und in 6, kann man sich alles vorstellen wie ein riesiges Spinnennetz. In die Mitte vom Spinnennetz ist natürlich das 616er normale Marvel-Universum, in dem Peter Parker lebt. Und die Brüder streiten sich darum, wer ihn auffressen darf und so weiter. Und das wird alles wachgerufen, weil Ezekiel, sie hier, die auch von der Spinne gebissen wurden, in einem Bunker geheim gefangen halt wurden. Wo sie da rausgekommen ist, wurde sie dann wachgerufen. Und so hat das alles angefangen. Die schlachten halt in sämtlichen Universen die Spider-Mans ab. Dr. Octopus, ein Spider-Man-Kostüm, hatte eine Zeitreise gehabt in Heft 10, da laufende Serie war es, glaube ich. Ja. Mittlerweile ist er nicht mehr Spider-Man. Aber dieser Zeitreisende Spider-Man, den gibt es noch, weil Dr. Octopus sehr lange in der Zeit verschwunden war. Für uns war es zwar nur ein Heft, bloß der, wenn er einen Tag später zurückreist, kann er ja trotzdem währenddessen 10 Jahre weg gewesen sein. Okay. Und in dieser Zeit steckt gerade Dr. Octopus. Okay. Der ist auch auf Peter Parker das erste Mal getroffen. Da Dr. Octopus, um das Ganze erst noch kurz abzuschließen, schließen als Floorgepänkel, reist von Dimension zu Dimension, um die Spider-Man zu retten und hat die schon sortiert, dass Spider-Man sie killen und Spider-Man sie nicht killen. Okay. Nicht jeder Spider-Man ist Peter Parker. Es gibt zum Beispiel eine Welt, wo Bruce Banner Spider-Man geworden ist und all sowas. Aber größtenteils ist es Peter Parker. Okay, natürlich gibt es auch jede Menge Klone wieder. Von verschiedenen Frauen. Und es gibt Frauen. Und es gibt natürlich Spider-Pig. Der kommt auch drin vor. Spider-Ham, meine ich ja. Spider-Ham. So, jetzt tun die sich alle zusammen. Hier sieht man auch Captain Britain Spider-Man und all sowas. Die tun sich natürlich jetzt alle zusammen, sich gegen diese Vampire bzw. Spinnenfresser Ist das denn jetzt das Finale oder? Das ist die erste Ausgabe vom Event. Man muss das alles vorher gelesen haben. Scheiße! Das meine ich ja. Ach so, ich dachte, das ist das Finale. Das macht Spaß zu lesen, aber okay, du musst echt viel lesen dafür. Ne? Ein Sonderband, ich glaube 6 Hefte vor, am besten die letzten 25 Hefte, definitiv würde ich schon fast behaupten, wenn man die ganze Dr. Octopus-Phase auch mitbekommen hat. Ist ja kein Vorwort irgendwie oder so? Ich meine, du hast jetzt fast eine halbe Stunde erzählt. Ja, aber auf dem Pass mir hier, da steht nur Marvel Now, bla bla bla. Also das würde das nicht alles zusammenfassen. Ja, weil du hast jetzt eine halbe Stunde davor erzählt, bevor wir überhaupt beim eigentlichen Band angekommen sind und oh Gott. Ja, das ist wie gesagt so komplex ist die Handlung noch nicht mal. Es hat halt nur viel passiert. Ja, gut, klar. Man sieht auch die Tochter, May Parker, die in einer anderen Dimension noch lebt. Oh, ja, die ist ja gestorben im Bauch von, oder beziehungsweise das Totgeburt oder sowas. Nee, von, ja, das weiß ich ganz. Ich habe den finalen, aber da nicht so viel verraten. Ja, wieso? Du hast doch gerade noch gesagt, dass sie noch lebt. Also, nee, weil ich weiß auf den siebten Band, ich weiß, dass sie tot ist, aber nicht wie. Ich muss auf den siebten Band von der Klon sagen. Egal. Mhm. Auf jeden Fall, Spider-Man sieht man hier wieder kurz. Man sieht jede Menge Spider-Mans, ne? Und das war's. Das ist gut erzählt. Was passiert denn jetzt in diesem Band? Also, ja, das ist gerade mein Problem damit. Ich kann das nicht mal ganz sagen. Also die haben sich jetzt alle quasi verbündet, aber man weiß... Ja, hat sie alle verbündet und es werden immer mehr Spider-Mans abgeschlachtet. Ja. Und die Brüder kämpfen um den 616er auf Spider-Man. Jetzt haben sich die Klone alles zusammengeschlossen. Oh Gott. Und hier sieht man, Ben Reilly lebt wieder, den gibt's jetzt wieder. War mal tot? Ja, Ben Reilly war tot. Achso, weil der war ja meine Zeit dann die rote Spinne. Nicht Spider-Man, sondern rote Spinne. Hieß, Ja, also Scarlet Spider. Ja, Scarlet Spider.
Hier sieht man auch, wie sie hier sich von diesen anderen Spinnen von anderen Dimensionen ernährt. Auf jeden Fall geht es hier darum, dass die Geschwister sich immer noch um dieses 666er-Universum streiten, weil sie da mit Peter Parker Spider-Man fressen wollen. Und dass Peter Parker als Spider-Man jetzt erst erfährt, was da alles in Gang war, weil da wusste die ganze Zeit davon nichts. Das hat alles in verschiedenen Dimensionen und zu einer anderen Zeit stattgefunden, wie Peter Parker sich aufhält. Okay. Deswegen hat er dann jetzt auch erst alles mitbekommen. Er stellt dann auch direkt erschrocken fest, dass der Anführer von diesen ganzen Spider-Mans, die sieht man nämlich, Dr. Octopus ist, mit diesen Spinnenarmen. Und dass sie kacke am Dampfen ist. Miles Morales ist auch mit dabei, der Spider-Man von Ultimativen Universum. Ja, der ist ja mittlerweile ins richtige gewechselt. Ja, jetzt, dass das Event durchstartet, ins richtige Universum. Achso, okay. Hier sieht man auch nochmal, wie viele Spider-Mans es gibt. Einer Spider-Man, der wurde die ganze Zeit Old Man genannt, da stellt sich noch raus, dass das Ezekiel die ganze Zeit war. Achso. Aber nicht unser Ezekiel, sondern auch ein Ezekiel aus einer anderen Dimension, wo Spider-Man gestorben ist und er die Identität angenommen hat, um den sein Erbe zu wahren. Ist denn schon abzusehen, wann das Ganze endet, oder ist das ja, jetzt irgendwie... Steht 1 von 4. Achso, okay. Also, aber dann ist auch wirklich Ende oder kommt da noch Nachwort und du hast nicht gesehen, was ist in der Dimension passiert. Aber was für mich halt so cool an diesem, was im Reiz von diesem Event ausmacht, ist, dass man alles beide mal in Inkarnationen, die man mal irgendwo gesehen hat, müssen eine Seite waren, kommen hier drin vor. Ja, es ist so ein bisschen Fanservice, habe ich jetzt ja, ganz ehrlich. Ja, ich meine hier zum Beispiel die Spider-Man Civil War, kommt auch drin vor. Ja, es ist. Hier sieht man es. Ist, also, und dazu gibt es hier Sonderbände, ich habe ja einen schon davon, der draußen ist, ja. wo ganz viele One-Shots drin sind, wo viele Charaktere noch einzelne One-Shots bekommen. Bevor sie dann wirklich zusammentreffen. Ja. Also man kriegt echt viel Background-Informationen. Man find das Outfit richtig cool von der von Old Man Logan. Ist halt viel Background oder Spider-Man Noir, der hat ja auch schon mehrere Sachen gehabt. Ne? Ja, den kenne ich auch noch. Der spielt in den 20er, 30er Jahren so ungefähr. Genau. Und das ist halt so cool, man findet man oder Spider-Ham, ne? Ja, aber ganz ehrlich, Spider-Man-Ham ist ja eigentlich ein Witz. Ja, ich finde es auch ein bisschen scheiße, dass jetzt doch so eine große Fläche geboten wird bei dem Event. Da hat echt schon ein paar Panels, auf denen er vorkommt, auch viele Sprechrollen. Ja, aber er ist ja wirklich, das ist ja jetzt kein ernstzunehmender, oder der dient eigentlich nur als witziger Sidekick. Weißt ja, du, ich habe ja vor kurzem sogar noch das Comic von denen gereviewt. Ja, das ist ja wiederum cool, weißt du, aber wenn... Ja, also die Handlung mit reinzubringen, das war jetzt auch nicht so mein Ding. Also... ist abzuwarten, wo diese ganze Reise hinführt, ob es jetzt einfach nur mal so ist, so wollen ganz viele Spider-Mans in ein Event reinpacken, ist auch cool, es macht Spaß, definitiv. Ja, ja, klar. Was es jetzt für Auswirkungen für Spider-Man selber haben wird, bleibt abzuwarten. Aber muss es auch gar nicht. Ich finde, es muss nicht immer alles an Events sein, dass man noch, indem man noch von in 20 Jahren sprechen wird. Nee, das muss es nicht sein. Weil es reicht auch mal, wenn es einfach nur für den Moment gut ist. Ja, aber ich finde, dafür, dass das nur für den Moment gut ist, finde ich so dieses Vorwort, beziehungsweise was du davor alles gelesen haben musst, bevor du über das eigentliche Event angekommen bist. Das ist ja die normale Spider-Man-Serie einfach gewesen. Du hast einfach ganz normal Spider-Man gelesen. Das ist ja eine Serie, ein internes Event. Ja, aber dann ist es wiederum für jemanden schwerer einzuschätzen. Ja, das definitiv, das meine ich auch damit. Also das will ich ja damit sagen. Weißt du, für ein Event, das gerade für einen Moment gut ist, ist der Einstieg dafür aber wiederum viel zu holprig, viel zu schwerfällig, weißt du. Ja. Das ist meine, wie ist denn Spider Island? Spider Island fand ich so, ja, das ist halt das in New York, ich will das nicht verraten, wie, kriegen auf jeden Fall alle Spinnenkräfte. Ja, und das fand ich ja ganz cool, so, also für ein Cover zeichnen. Kann ich eigentlich empfehlen, das Event, also es macht doch Spaß, muss ich sagen. Ja. Und das leitet dann ja die, am Ende des Events wird der Dr. Octopus zu Spider-Man. Genau. Und darauf folgt dann wieder Spider-Verse. Also aber das brauche ich nicht. Also der perfekte Einstiegspunkt wäre, glaube ich, so echt, wenn man sich Spider-Island kauft. Ich finde nur die Idee einfach geil, weißt du, dass alle plötzlich Spider-Man sind und das Spider-Man kannst selber... Kannst du auf der Comic-Messe mal gucken, das sind zwei Paperbacks. Eben, genau deswegen. Deswegen vielleicht auch nochmal kurz erwähnen, Comic-Messe, 1. November Wochenende. Genau. Wir beide sind am Start, der Lars ist auch am Start und auch schon jede Menge andere, die sich schon per E-Mail, aus Luxemburg kommt einer und so weiter. Echt jede Menge Leute, wenn ihr uns seht, sprecht uns an, dann labern wir ein bisschen zusammen über Comics. Gerne. Wir wollen diesmal auch ein bisschen mehr aufnehmen mit Lars sein Handy und Sinus sein Handy, weil ihr beide habt Speicherplatz, was mein Handy nicht hat. Eben. Und dann nehmen wir vielleicht noch ein bisschen mehr von der Messe aus, kommt darauf an, wie laut es da ist und ob sich das so ergibt. Ja gut, wir können es ja vor dem Gebäude machen. Man kriegt